Hast du hier die Schrottbox? Die behalte ich. Güsalz-Seeds brauche ich auch nicht. Fackeln, ja, behalte ich mal. Pfeile weg, das weg. Protection 1, Scheiß weg. Obwohl, das packe ich auch noch mit in die Kiste, wo ich mir nicht sicher bin, ob man es vielleicht doch noch irgendwie disenchanten kann. So, dann mal wieder ab, runter in den Keller. Hopp, komm. Geh runter. Und dann werde ich, glaube ich, hier noch einen Raum bauen. Oder hier? Werde ich da wirklich einen Raum bauen? Nee, da werde ich keinen Raum bauen. Hier geht ja mein Grundstück noch ein bisschen hin. Ich werde mir hier drunter noch einen Raum bauen, wo ich, glaube ich, so die besten Rüssis ausstelle. Ja, das ist eine coole Idee. So. Ich baue erstmal eine doppelte Stufe runter. Auf jeden Fall. Und ich brauche dazu eine Schaufel. Und eine Schaufel finde ich in meinem sehr gut sortierten Lager. Hier, da habe ich sie, ne? Die kann ich hier lassen. Die lasse ich mal dabei. Und mach erstmal das. Die Capsule Station, die verschiebe ich noch. Zeige ich dann. Mal gucken, vielleicht auch noch in der Aufnahmesession, weil ich werde jetzt noch eine Stunde weiter aufnehmen. Aber die Folge ist leider hier zu Ende, ne? Und ich sage einfach mal, bis morgen, haut rein. Tschüss. So, da bin ich wieder zu einer weiteren Runde Minecraft Hero. Ja, ich werde heute auch wieder eine Stunde aufnehmen. 3 Tage. Und gestern war ja Weihnachten, ne? Krass. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so Cooles bekommen habt, wenn ihr dazu Lust habt. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber ihr könntet ja mal schreiben. Nein, interessiert mich wirklich, was ihr so bekommt zu Weihnachten. Bin ich immer sehr gespannt. Da habe ich eine Schaufel. Diamond Shovel. Und wo mache ich das jetzt drunter? Hier noch weiter? Runter? Hier runter? Ja, ne? Hoffentlich ist hier nicht irgendwo Wasser drunter gleich. Das wäre voll abstürzen, ey. So, weil ich will die ja nicht so weit entfernt haben, aber ich möchte auch die guten Sachen so ein bisschen auflisten können. Oh, guck mal, hier ist der Launcher drunter. Also muss ich leider doch noch einen runter. Mann, ey. Das nervt schon wieder. Aber ich glaube, ich fange die Treppe einen früher an. Hier so. Oder ich mache es dann so, dass ich jetzt gleich hier runter. Hier mache ich mal zu, dass ich dann hier wieder weitergehe einfach. Und dann hier quasi eine zweite Lage drunter mache. Unter das Lager. Dann habe ich von oben schon die nette Steindecke hier, ne? Die kann ich ja dann quasi lassen. Und das mache ich auch auf hier, genau. Ein schön offener Keller unten. So, hier ist ja schon offen von meinem Steinbruch. Da kann ich gleich einfach zubauen. Obwohl, ich mache hier einfach die Kammer hin. Ich nehme jetzt hier noch die Schicht Erde weg. Genau, ist doch perfekt. Dann brauche ich auch gar nicht viel ausgraben und dann dauert das auch nicht so lange für euch, ja? Weil dann sieht man hier ein Vorankommen, obwohl ich gar nicht lange was mache. Geil, ne? So, ihr könnt noch einen weiter vor. Du wirst damit hinfällig. Zack, zack, da kommt gleich hin und hier fängt dann der Raum quasi an. Mache ich die tre andere Treppe da einfach zu. Die hier. So, ihr müsst alle leider weichen. Ja, euer ewiger Platz hier ist passé, ja. Hier muss ich dann auf jeden Fall gleich noch einen normalen Stein reinmachen. Oder nee, ich verlängere die Balken nach unten. Macht ja eigentlich nur Sinn, ne? Ich kann ja nicht das ganze Haus auf so einem hohlen Fundament aufbauen. Das hält nicht. Das hält ja nicht. So. Die lege ich mir jetzt mal eben. Alter. Die schmeiße ich mir mal hier hin. Weil ich die ganze Zeit so wild am Rumscrollen bin, ne? So, du musst weichen. Du. Weg, 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 weg. So, erstmal ein paar Fackeln hier hin. Damit hier keine Bastarde spawnen, ne? Man kennt es ja. Überall spawnen Bastarde. Obwohl, ne, das lasse ich so. Ich mache hier gleich die Treppe kommt ja von da und dann mache ich hier so 2 Ebenen. Dann mache ich das hier nur zu. Mit dem normalen Stein, dann brauche ich auch nicht so viel auswechseln. Ist für alle Parteien das Beste. Ja? So. Guck mal, ob er mir nochmal geantwortet hat. Nee, der David hat mir auch nicht mehr geantwortet. Seit letztem Mal, wo ich gesagt habe, ich nehme auf und du Fotze störst. Ja? Aber der David weiß ja, dass das nur Spaß ist. Ne? Und deshalb wird er mir das nicht übel nehmen. So, ich gehe mal eben hoch. Mache hier noch. Vielleicht habe ich auch noch ein bisschen gebratenen Stone ready. Ja, sehr fein. Guck mal, die Sonne geht unter, aber ich kann auch nachts arbeiten. Ja, also so sehe ich das jetzt nicht hier. Okay, 40 Steine. Wie viele Treppen brauche ich denn wohl? So viele eigentlich nicht. Aber ich mache trotzdem mal ein paar auf Vorrat, weil man weiß ja nie,
Wenn man mal eine Treppe braucht, hat man keine. Oh, jetzt muss ich kurz aufstoßen. Bah. Okay. Von diesem Stein brauche ich aber eigentlich noch wesentlich mehr. Habe ich hier noch Stone? Nee, dann schmeiße ich mal noch was rein. Der Revi ist da. Hi ho. Schreibe ich ihm da mal. Oh. Er left the game. Ja, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Er mag mich anscheinend nicht. Oder hat gedacht, ich bin in der Nähe. Ne, hat er direkt den Schwanz eingeklemmt. Nein, das ist ja natürlich Quatsch. Aber ihr könnt ja auch bei ihm mal gucken, was er so gemacht hat in der Zeit, ja? Das ist natürlich auch nett. So. Gucken wir mal hier. Habe ich hier noch genug in der Hand? Da ist er ja wieder. So, ich muss erstmal Steine braten hier. Ah, so. Yo, 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 schreibt er. Ich mache jetzt erstmal die Decke zu. Und ich sollte eine Axt mitnehmen. So, dann werde ich ihm jetzt erstmal sagen, dass er Bescheid sagen soll, wenn wir pennen gehen. Ja, claro. Ist bei mir aber alles klar. Ich frag mal. Wenn du pennen willst, sag Bescheid. ETM läuft. ETM? Zack, ich gehe eben. Oder ach, ich disconnecte eben kurz. Und dann gehe ich einfach direkt wieder drauf. Geil, ne? Wie ich wieder drauf. Guck mal, habt ihr gesehen, wie lässig ich wieder drauf gejoint habe? Das war ja wohl eine der lässigsten Aktionen, die jemals in diesem Projekt überhaupt gezeigt wurden. Ja, das wissen viele gar nicht, wie grandios das gerade war. Also da muss man schon ein extremer Kenner der Minecraft-Szene sein, um das zu würdigen zu wissen. Ja, also anders geht's kaum. So. Das ist jetzt aber blöd, dass die Treppe so endet. Ich will nicht, dass die Treppe so endet. Es kann doch nicht einfach so enden, die Treppe. Mein Gott. So, hier, da muss noch einer hin. Und hier. Und ihr müsst leider wieder weg. Ja, ich weiß, ihr seht da so gut aus. Aber ja, ich weiß auch. Aber ich muss euch da leider abbauen. Weil, ihr hört auch die Treppen sprechen, oder? Nein? Nein? Wahrscheinlich nicht, ne? Eigentlich höre immer nur ich die Treppen sprechen. Ja, ich bin halt der Treppenflüsterer. Mach's ja nix. Ach, hier habe ich doch sogar die, aber hier mache ich lieber ein gemauertes Fundament. Das sieht cooler aus. So, dahin. Ihr müsst leider dann weg. Das mache ich aber hier. So. Und dann ist ab hier unten dann alles hier mauert. Ne? Sieht doch sexy aus. So, von dir kommt einer da rein, so ein Kollege. Reicht das erstmal die Größe? Ich würde sagen, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. So, weil so viele geile Amors und so habe ich ja jetzt auch nicht. Aber dann kann ich die auch gut lagern, weil dann sehe ich schön, was ich alles habe gerade. Und habe nicht alles in irgendwelchen Kisten, wo ich dann wieder suchen muss. So, ihr kommt auch noch weg. Ihr ganze. Da ist noch eine Treppe, ey. Das auch hier. Tschüss, verpisst euch. Dreckigen Treppenschweine. So, und hier kann ich mir hinten dann noch ein. Oder hier, guck mal hier. Hier ist da noch ein Abgang dann für meine Mine. Falls ich mal schnell spontan ein paar Klötze meinen muss, worauf ich gar keine Lust habe, aber. Hey, was ist denn ein Loch in der Wand? Naja, egal. Baue ich das hier auch noch zu? Nö, lasse ich. Weil dann umso mehr Platz habe ich. Dann fange ich jetzt mal an, hier kurz diese Plattform schon mal. Ach nee, ich wollte ja einen tiefer. Mann, ey, du bist so ein Vollidiot. Aber der Magnetization ist geil. Dann fliegt alles schön zu mir hin. Das ist perfekt. Also. Da kommt er natürlich nicht hin. Wäre auch zu einfach gewesen. So. Mal den Boden hier reinzimmern. Ja, alles aus Quadratmeterblöcken ist ma massiv. Also, es ist unglaublich, was dieser Kerli kann. Staune ich immer wieder. So, was habe ich denn hier noch? Ah, ich habe noch normal einen Stone hier. Dann kann ich mir doch 4 Stück machen, noch 24 Stück machen. Sehr gut. So, damit komme ich aber auch natürlich nicht hin. Aber in der Zeit kann der Stone da oben noch ein bisschen weiter brutzeln, weil ich brauche ja eh noch mal fast die vierfache Menge für die Wände, ne? So, in der Zeit reiße ich noch ein bisschen hier den Boden weg. Geil wäre jetzt noch
Behutsamkeit. Aber wie heißt die wohl? Wie heißt das wohl auf Englisch? Sensitivity? Gibt's das? Obwohl, nee, will ich gar nicht. Ich will die manche Sachen gar nicht komplett behutsam abbauen. Ich will die kaputt schlagen, manche Sachen, ey. So, 4 Block habe ich noch. Dann lasse ich mir nur die Lücke offen als Erinnerung dafür, dass es da runter geht. So, hier kann ich schon mal Treppen reinknallen. Wenn ich das einmal mache, ne? So. Und hier irgendwie mal ein paar Fackeln. So, jetzt fühle ich mich hier so duster. Ich fühle mich so duster sonst. Ne? Also. Und ich will mir nicht so duster fühlen. So, da sind 31, 30, 30, 31. Du bist schneller, du musst im Mikrowellenofen sein. So. Mann, ey. Ach, das sind Cobblestone-Scheißblöcke, ey. So. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall genug, würde ich mal sagen. Ne? 128 Stück, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe echt, das reicht. Könnte eng werden. Nee, also ich gehe davon aus, dass es ganz locker reicht. So, ihr müsst natürlich auch weg. So. Die B Lücke hat mich gerade so angelacht hier. Die musste ich erstmal schließen jetzt. Aber der Boss, der hier gespawnt war, wie heftig der war, dieser Zombie. Also. Oh, jetzt habe ich die Blöcke wieder abgebaut. Ich voller Horst, ey. Krass. Oh, da war Marmor. Geil. Ist da einfach eine Marmorader direkt vor meinem Haus und ich hab's nicht mitbekommen? Oder habe ich da mal eingesetzt? Ah, cool. Hier ist wirklich eine. Das ist ja nice, weil den kann ich auch noch gut gebrauchen, mal, um mein Haus mal ein bisschen zu pimpen, so, ne? So, der geht auch schön schnell abzuernten. Das ist auch immer sehr nice. Schwupp, schwupp. Du musst weichen, Marmor. Ich brauche dich für mein Badezimmer. Deshalb zerstöre ich alles um mich rum. So, reicht erstmal. Lasse ich mir dann aber offen, weil dann weiß ich ja, dass da was ist, ne? Muss mal eben niesen. Ah, da kommt bestimmt noch einer gleich. Also haltet euch fest und die Ohren zu. Nein, ich niese ja immer schon vom Mikro weg. Boah. Ist auch wirklich nervig, wenn man sowas einfach nicht los wird. Also, ach, wieso mache ich das denn weg? Materialverschwendung, aber ich habe es ja, ne? So, oh, irgendwas hat hier gedrückt an meinem Ohr. Der Kopfhörer, jetzt langsam drückt er ein, ey. An mein Armöhrchen. So, das machen wir mal alles zu. Jetzt habe ich auch das Loch von dem. Ah, ne, das ist da oben gewesen. Lassen wir auch zu. Jetzt machen wir hier schon mal wieder ein paar Fackeln hin. Alle zwei. Was sollte das? Was heißt das? Ist hier etwa ein Enderman in der Nähe? Haben wir einen Enderman im Haus? Oh, habe ich hier schon alles zu? Ja. Nicht ja gleich da in die Mine runterfall. Die 6 Block. Ha. Da wäre ich voll tot gegangen bei, ey. Oh, er hat's ersetzt. Geil. Zumindest etwas. Oh. Wieso fehlt da ein Block? Naja, füllen wir mal. Nicht, dass da irgendwas spawnt, was dann Geräusche macht und mir am Sack geht, wofür ich die Wand aufschlagen muss. So. Ich muss eh noch so viel Wand hier aufschlagen. Leider, leider. Sorry, sorry, Leute, aber es geht leider nicht anders. Ja. So. Obwohl es fraglich, ob ich wirklich mit den 128 hinkomme hier, ne? Ich glaub ja fast gar nicht. Ne. Da werde ich nicht mit hinkommen. Aber gut, der Ofen backt ja zuverlässig weiter, ne? Da brauche ich mir zumindest keine Sorgen drum zu machen. Ich hätte einfach so lassen sollen, ey. Clean Stone Wand. Obwohl so schon nicer aussieht, glaube ich. Vielleicht mache ich mir auch noch so einen weißen Marmorstreifen in der Mitte. Das wäre auch noch geil. Obwohl ich mache. Genau, da habe ich schon eine coole Idee, was ich gleich noch mache. Das sieht dann auch ein bisschen stylisch aus. Aber das verrate ich euch gleich erst, ja? So. Vielleicht auch erst in der nächsten Folge, je nachdem, wie gut ich hier vorankomme. Hopp. Das mache ich noch weg hier. Ey, den mache ich auch Fresse, den Block. Und der muss sterben, der auch. Und der hier erst. Und da fällt die Fackel mit runter. Ich weiß, es ist tragisch. Weil sie konnte ja nichts dazu. Weil ich hatte ja nur mit dem Block was zu regeln. Guck mal, das ist jetzt echt ätzend. Oh.
Weil auf so ein paar Block passt halt, reicht halt jetzt nicht. Und ich muss hier mal irgendwie ein paar Fackeln hinmachen, sonst kommen hier gleich die Penner wieder aus allen Ecken gekrochen, ey. Und so ein Creeper hier drin, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Da passt doch. So, 1, 2, 3. Jetzt gehe ich für neuen Block wieder hoch. Ach nee, da muss ich auch noch machen hier. Scheiße, ey. Hallo, wieso rennst du denn nicht? Danke. Das wäre cool, wenn die das Rennen auch noch hier upgraden könnten, wie aus der neuen Minecraft-Version, wo man einfach STG drücken kann. So, jetzt schmeiße ich auch noch mal ein paar rein. Weil ich habe ja auch wieder genug abgeerntet, ne? So ist das ja nicht. Habe ich die jetzt hier rausgenommen gehabt? Ne, ja doch, den einen lasse ich mal drin. Das rechnet sich nicht, die Zeit jetzt. Also. So, 2x64. Gucken wir mal, ob das wohl am Reichen ist hier. Ja. Ob das wohl reicht. Ich muss mir auch einen Rift Remover bauen für die blöde Tür da. Die brauche ich eigentlich gar nicht, ey. So. Schlagen wir mal das hier weg. Die Wand mache ich gleich fertig. Obwohl, da werde ich, glaube ich, das gleiche machen, wie was ich auch da vorhab. Weil da muss ich wieder ein Stück Wand leider einreißen und neu setzen. Aber ich glaube, es wird euch gefallen, wie es dann aussieht. Dafür brauche ich aber auf jeden Fall noch mehr Marmor. So, dann machen wir weg hier. Okay. So, ich will das nämlich so machen. Pass mal auf. Ich mache das so. Umrandet bleiben soll's. Aber die versetze ich auch noch einer hinten. Sonst sieht das scheiße aus gleich. So, da müssen jetzt die Stufen hin. Du musst weg. Nee, du nicht. So sieht besser aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Als ob die so im Raum endet. So. Und ich hoffe, jetzt passt das. Kann ich nämlich hier so die Armor-Dinger reintun. Und das hier hinter, das wird dann Marmor. Ja, und ich glaube, das wird Porno aussehen. So, du natürlich auch. Habe ich den Marmor noch dabei? Marble. Ja, ich gehe mal eben raus. Nicht is relock. Ich relock. Bist du im Bett? Jo, okay, dann relogge ich jetzt mal eben. Ja, weil ich bin ja nett, ne? Ich bin ja der nette Let's Player, ja? Ich muss nicht hier irgendwie auf mega Arschloch tun, um beliebt zu werden, ja? So ist es nicht, ja? Ich bin nett. So, ne? Ist ja kein Problem, ne? Hier, komm. Das schreibe ich ihm jetzt natürlich auch noch. Kein Problem. Ne, da wollte ich drauf. Den kann ich ja, glaube ich, hier zusammen kneten, ne? Oder muss ich den noch backen? Marble Cobblestone? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich muss den backen, ne? Oder? Oder? Ist das anders? Wie war das nochmal? Ich weiß gar nicht, wie ich den Marble umform, nicht? Das weiß ich ja nicht. Muss ich den backen, hör mal? Oder muss ich das so machen? Ne, also muss ich ihn backen, nehme ich mal an. Schwuppdiwupp, komm mal her. Ja, ich muss ihn backen. Okay, dann, kann ich das jetzt leider nicht so schnell fertig machen, wie ich es euch gerne zeigen würde. Ja. Wo haben wir denn hier? Wo sind wir denn? Hier unten, da. Aber das mache ich auch noch weg hier. Das geht mir am Sack hier, ey. Also. Zack, 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 zack. Das muss dann doch irgendwie gleich aussehen. Oh, Treppen. Naja, sieht man nicht weiter. Lass ich jetzt einfach drin. Okay, dann kann ich aber schon mal hier alles rausschlagen, während der kocht. Ein bisschen raus muss ich ja noch. Und das gleiche mache ich dann auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Und dann sieht das, glaube ich, Porno aus. Hör mal, Porno. Das wird sowas von Porno. Ja. So, das ist weg. Das reicht dann auch. Und hier mache ich halt auch noch. Wie weit geht das hier? Okay, bis da. Hätte ich gar nicht so viele Klötze gebraucht, nicht? Aber naja. Manchmal fallen einem die coolen Sachen halt erst später ein. Redstone nehme ich mal mit. Gibt ja auch immer ein paar Level, ne? So. Ich will ja hier nichts Falsches reinklotzen, ne?
Und keine Lücken lassen für Ungeziefer, wo es brüten kann, wo es ekelhaft, wo es sich anbiedern kann. So, passt das hier auch? Geil, passt hier auch. Perfekt.